Hallo, ich meine Damen und Herren, willkommen zu einem weiteren Video. Gerade vor kurzem habe ich euch ja von den Maps erzählt, die noch fehlen. Und jetzt gab es ganz frisch neue Infos zu Cash von FMPwn und die schauen wir uns jetzt direkt an. Tag Leute, ich wollte fragen, ich will gar nichts fragen. Ich geh nochmal runter. Wir haben drei neue Screenshots von ihm bekommen. Ich werde jetzt mal meine Facecam ausmachen, dass wir besser gucken können. Einmal wieder von A-Side und hier sieht man direkt einen großen Unterschied zum letzten Bild. Hier ist jetzt ein Shipping-Container mit einem Aufstieg. Auf dem letzten Screenshot hat man noch dieses Militärgefährt gesehen mit zwei Aufstiegen. Das scheint er jetzt entweder verworfen zu haben oder er ist noch am Herumexperimentieren, wie er das Ganze machen möchte. Auch das Wetter ist jetzt anders. Ich denke, gerade das Wetter-Setting ist bestimmt eine Sache, an denen die Map-Editoren dann eine ganze Weile noch hängen und überlegen, wie kann ich jetzt das, was ich eben gebaut habe, gut zur Geltung bringen, beziehungsweise auch natürlich während man die Map baut, hat man immer wieder diese Überlegung, was baue ich jetzt wie und wie wird das Wetter sein oder wie will ich es haben, weil Lightning und so weiter und so fort. Ach, und eine ganz kurze Erinnerung, heute gibt es die Galil AR Dusk Ruins im Livestream Giveaway. 18 Uhr Livestream. Weiter geht's mit Cash. Und zum Lightning kommen wir hier auch direkt im zweiten Bild. Also hier sieht man da schon angedeutet diesen hellen Schein von einer Lampe oder einem Feuer. Im zweiten Bild ist man da sehr, sehr nahe dran. Also hier rechts scheint auf jeden Fall eine Lichtquelle zu sitzen, die den Bereich hier erhellt. Das trägt natürlich direkt zum Setting bei, zu diesem frühmorgendlichen oder spätabendlichen Dämmerungslichtsetting. In der aktuellen Variante, die man aus dem Workshop laden kann, ist hier noch alles relativ hell. Wir stehen hier zwar im Schatten, aber es ist auf jeden Fall heller Tag. Es sind nicht wirklich Wolken am Himmel, beziehungsweise zumindest keine, die ganze Sache hier dunkel machen. Und lichtmäßig ist hier auch nichts. Also es ist jetzt zwar eine Lampe, aber die macht jetzt nicht wirklich alles hell. Natürlich trägt hier die neue Engine auch sehr zum Lightning bei. Ich finde diese Brick-Geschichte auf jeden Fall interessant, auch dass es hier komplett durchgezogen ist. Zuletzt waren es ja diese Wände hier. Und die Bricks lassen die Sache zumindest meiner Meinung nach noch mal etwas älter wirken. Auf dem letzten Screenshot sieht man dann auch die Lichtquelle, wenn ich die Kamera entfernt habe. Babum, da ist ein brennendes Fass. Und das hier, das finde ich sehr, sehr gut. Hier steht einfach so eine Stütze heraus aus der Wand. Also diese Position besteht nicht nur aus einer geöffneten Tür. Ich fand das irgendwie immer merkwürdig. Als hätte man einfach nur eine Wand rausgebaut. So kam es mir immer während des Zockens vor. Also es hat irgendwie etwas unnatürlich ausgesehen, zumindest für mich. Jetzt ist ja einfach eine dicke, fette Stütze eingebaut. Das, finde ich, macht einfach mehr Sinn. Ja, und die Beleuchtung, wie gesagt, besteht hier aus einem Fass. Und hier sieht man auch wieder das Setting der Map. Regnerisch, dunkel. Das war davor nicht der Fall. Bei den letzten Screenshots war es eher so, wie gesagt, Abend oder früher Morgen. Es war noch so ein bisschen dunkel oder wurde langsam dunkel. Hier darf man sicherlich auch weiterhin gespannt bleiben, wie das Wetter am Schluss wird und wie vor allem die Belichtung dann am Ende auf der Map ausfällt. Lasst FMPwn auf jeden Fall ein paar Likes da, der macht gute Arbeit. Hier unten gab es übrigens direkt noch eine User-Eingabe, der sich gewünscht hat, dass das hier wieder zurückkommt, damit man da schön A-Main peaken kann. Er schreibt, bitte, bitte, lass das so sein, bring das zurück. Und FMPwn antwortet, es ist zurück. Identisch sogar. Let's go, FMPwn, let's go. Das Besondere an FMPwn für die Community ist eben genau das, dass du tatsächlich, du bekommst mit, was passiert und du kannst ihm auch direkt schreiben und sagen, hey, Lirum Larum, das wäre echt eine geile Meile. Das ist natürlich was ganz anderes als jetzt halt Counter-Strike bzw. die Volvos. Von den Volvos bekommt man ja eher gar nichts mit. Es passiert einfach irgendwas und dann ist es da, fertig. Und das war's dann auch schon wieder mit den Infos zu Cash. Ich freue mich schon sehr auf den Release. 2025 ist er, wie gesagt, so angedacht. Ist noch ein bisschen Zeit hin, aber gut, wir können ja warten. Was wir jetzt noch geschwind machen, ist ein Giveaway. Und zwar gibt es für euch heute eine M41 SMphosaurus S zu gewinnen. Dazu schreibt ihr einfach, wie beim letzten Cash-Video auch in die Kommentare, ob ihr euch schon auf Cash freut oder nicht. Und wir können es gerne noch mit was verbinden. Und zwar, welches, das ist ein guter Plan, welches Lichtsetting würdet ihr für die neue Cash-Version vorschlagen? Sagt ihr früher Abend? Ja, komm. Oder früher Morgen? Ja, also auf jeden Fall so eine etwas dunklere Geschichte, bei der dann wiederum auch die eingesetzten Lichter besser wirken können. Oder findet ihr, es sollte helllichter Tag sein? Zum Beispiel aus Competitive-Gründen. Man muss jeden Einzelnen gescheit sehen können. Wie ist das? Haut es in die Kommentare, dann seid ihr automatisch mit dabei. So. Gut, ja, ich ziehe dann durch heute Abend Livestream, 18 Uhr, wisst ihr ja Bescheid. Da sehen wir uns dann wahrscheinlich sowieso gleich alle. Ja, vielen, vielen Dank für die Kommentare, für die Likes und fürs Zusehen. Bis gleich im Stream. Bye, bye. Mit Instagram kleben die Sachen ziemlich einfach. Von Papa wünsche ich mir 100 Rollen. Dann zur Weihnachtszeit, dass ich mal langsam einen Kartoffelflip esse. Denn dann gehe ich mit deiner dicken, fetten Mutter auf die Instagram-Messe.